Martin Plüss während der Zeremonie zu den Fans geredet. Das hat wie früher auf dem Eis recht kontrolliert gewirkt. Aber da innen hat sicher sich etwas da, denke ich. Ja, ist sicher etwas Spezielles. Und so vor 17.000 Zuschauern zu reden, ist sicher nicht gerade so mein Alltag. Gleichzeitig noch auf rutschigen Unterlagen. Aber ich habe auch so gut wie möglich probiert, das zu sagen, was ich auf der Zunge und im Herzen hatte. Wenn ich sage, rutschige Unterlagen, eben dann Knie vielleicht gleich ein bisschen zittern. Nein, ist eigentlich okay gewesen. Ich hoffe, dass ich das umgesetzt habe, was ich mir vorgenommen habe. Und ich habe gerne da gespielt und sicher einen schönen Abschluss. Und dass wir dann irgendwie haben wir die Gelegenheit nie allen Zuschauern irgendetwas zu sagen. Weil sonst ist es immer irgendwie via Medien und das ist ein direkter Kontakt, den ich irgendwie geschätzt habe. Das ist ja auch eine Ehre, die nicht allen zuteil kommt. Gut, jetzt hängen gleich schon 13 Nummern da oben. Etwas eine Zahl nimmt mich ein Wunder. Es hätten 44 Spiele gefehlt, dann wären sie auch noch im 1000er-Club gewesen. Ist das, was einem vielleicht ein bisschen noch gewurmt hat? Ja gut, ich glaube, das habe ich mir vielleicht nicht jetzt vergamed, sondern mit meinen 4 Jahren in Schweden. Ich habe nie gross Wert auf diese Zahlen gelegt. Ich habe irgendwie versucht, einfach aus den Situationen, wo ich war, das Beste zu machen. Und ja, es hat gefehlt, aber auf der anderen Seite habe ich doch auch bis 40 gespielt. Oder? Und dass ich überhaupt so viele Spiele gemacht habe. Ich habe Glück, dass ich so wenig verletzt war. Ich bin jetzt noch fit und wie ich vorher gesagt habe, mit 4 Jahren in Schweden ist es doch auch noch recht eine ansehnliche Zahl, die es bis zum Schluss dann gegeben hat. Es sind innerhalb von kurzer Zeit gerade 3 Nummern eingezogen worden. Reichert, Chopin und Sie. Marco Bührer müssen wir auch erwähnen, er ist heute im Studio, sonst ist er eingeschnappt. Wenn ihr jetzt in 40 Jahren alle 4 in einem Schaukelstuhl hockt und über die Zeit redet, was hat es da ausgemacht, die Formation? Ich glaube, wir sind alle mit sehr viel Begeisterung dabei gewesen. Es war eine Zeit mit sehr vielen Emotionen. Wir haben immer sehr einen grossen Rückhalt gehabt. Es war sehr viel Leidenschaft gewesen, auch im Umfeld des SCB. Und Sport ist Emotionen und das ist letztendlich einfach auch ein bisschen, manchmal eine andere Welt. Und diesen Teil zu erleben und erfolgreich zu erleben in einem Team, das ist schon sehr speziell.